Sie sehr, sehr herzlich willkommen zum Abend Schach macht schlau, präsentiert von Barclaycard und dem Hamburger Abendblatt. Gemeinsam ist man stärker. Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind, freuen uns auf einen schönen Abend, auf eine interessante Diskussionsrunde. Wir wollen mit den beiden weitest angereisten Persönlichkeiten beginnen. Der Höflichkeit halber so, als Hanseat macht man das ja so. Das ist Herr Professor Robert von Weizsäcker, den ich sehr, sehr herzlich begrüße. Dort halb links aus München. Extra aus München angereist, heute Nachmittag glaube ich, morgen früh geht es zurück. Also nur wegen dieser Veranstaltung, ist ja auch aller Ehren wert, muss ich sagen. Sie sind internationaler Schachgroßmeister, kommen wir hinterher auch nochmal drauf zu sprechen. Sie sind Ehrenpräsident des Deutschen Schachbundes und Sie sind Mitglied der deutschen Fernschachnationalmannschaft. Was das ist, können Sie nachher ja auch nochmal erklären, wenn Sie Lust haben. Also herzlich willkommen und sind hauptberuflich, glaube ich, Professor für Volkswirtschaftslehre an der TU in München. Genau. Herzlich willkommen. Ja, danke. Den zweitweitest angereisten Herrn vorzustellen, hieße an sich, Eulen nach Hamburg zu tragen. Das will ich gar nicht so unbedingt machen. Es ist eine große Freude, dass Sie extra deswegen gekommen sind, dass Sie Ihr Herz für Schach haben und Herzen auch im Schach haben, Schach im Herzen haben. Das wissen wir. Und Herr Magath, es ist eine ganz große Freude, dass Sie uns heute Abend kommen. Bin gerne hier. Und ich glaube, hier sitzen im Publikum, wenn ich das richtig mitbekommen habe, viele, die sich mit Schach auskennen, aber auch viele, die Schach im Herzen haben. Ein paar Kinder sind auch da, da freue ich mich ganz besonders drüber, hier vorne in der ersten Reihe. Wir wollen es deswegen auch ein bisschen locker handhaben, das kommt ja auch gleich. Herr Magath ist auch Schirmherr der Aktion Yes to Chess. Da kommen wir nachher auch noch drauf. Gucken wir, glaube ich, am Schluss, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein kleines Filmchen, genau, und so weiter und so fort. Und bei Magath muss ich sagen, muss ich persönlich loswerden, diese Sache. Als wir gestern so ein kleines Vorgespräch hatten während des Abends heute, fragte ich, ob Herr Magath denn in jedem Fall kommt. Man weiß ja nicht, was sich so tut im Laufe der Zeit. Und es hieß, Herr Magath kommt in jedem Fall, egal was ist. Und ich habe auch Herrn Magath vorhin gefragt oder eben gerade gefragt, er erlaubt auch, wenn das Thema Schach durch ist und wir unsere Runde eigentlich beendet haben, dass ich noch drei andere Fragen ganz am Rande, ganz am Rande zufälligerweise stellen werde. Und Herr Magath hat gesagt, selbstverständlich, wir können nicht in einem Zeitungshaus hier sitzen und an der Aktualität vorbeigehen. Wunderbar. Der dritte im Bunde, ich mache den Rest der Hamburger, würde ich vorschlagen, wenn die Herren einverstanden sind, streng nach Alphabet, ist Herr Carsten Hültgemeier. Sie sind Chef General Manager der Firma Barclaycard. Man lernt sich als Journalist auch nicht aus. Ich habe gelernt, 700 Mitarbeiter haben Sie in Bahrenfeld, glaube ich, Gaststraße. Sie sind gerade vor 2 Wochen, glaube ich, Arbeitgeber des Jahres geworden. Vielleicht gibt es noch, dass Sie dazu ein bisschen zu erzählen. Und Ihre Firma hat, glaube ich, ein großes Herz für Schach. In jeder Beziehung, das werden wir gleich noch ein bisschen thematisieren. Fein, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Danke. Der Herr etwas weiter außen ist Björn Lengvenus. Herzlich willkommen. Sie sind Schulschachexperte Nummer 1 in Hamburg. Ja. Sie sagen es nicht, ich sage es. Sie sind Abteilungsleiter der Stadtteilschule in Barmbek, richtig? Das ist richtig, ja. Und haben ein ganz großes Herz, in dem der HSV und Schach gleichermaßen Platz haben, stimmt's? Auch das stimmt immer sehr unterschiedlich. Nach den aktuellen Ergebnissen ist das immer sehr unterschiedlich, ja. Okay, aber Herz hat ja keine Frage von Ergebnis. Auch dazu kommen wir später noch. Letzter im Fünferbunde ist Herr Norbert Rosenböhm, den ich auch sehr, sehr herzlich begrüße. Sie sind Leiter des Amtes für Bildung. Ich habe eben gelernt, das ist Landesschulrat, ist das gleiche mehr oder weniger. Sie können so gut Schach spielen wie ich. Also exzellent, nicht? Genau. Dazu kommen wir gleich noch. Fein, dass Sie da sind. Von Ihnen erwarten wir natürlich auch ein bisschen Butter bei die Fische. Ich habe das verstanden. Gut, wunderbar. Wie funktioniert das eigentlich, Schach statt Mathe? Was ist das? Ja, Schach statt Mathe war ja ein Titel, mit dem die Genzlerstraße vor, ich glaube, mittlerweile 6 Jahren angefangen hat, öffentlichkeitswirksam Schach einzuführen. Und zwar nicht am Nachmittag oder im Ganztag, sondern tatsächlich als fast Regelfach, jedenfalls regelhaft. Für jeden Schüler 1 Stunde, alle 420 Schüler spielen Schach, das seit 6 Jahren. Und ich habe das ein bisschen begleiten dürfen und habe dort erleben können, welche unglaublichen
Effekte das Ganze hat. Wer heute Nachmittag hier zugeguckt hat, der braucht auch gar keine Erklärung mehr. Also, oder wer nächsten Dienstag ins Kongresszentrum kommen wird, um das Rechte gegen linke Alsterufer anzuschauen. Wenn 2600 Kinder dort sitzen und die Runde wird freigegeben und alle sind ruhig, dann weiß man, dass das Kindern, dass das Menschen gut tut, Schach zu spielen. Und das Spannende, es gibt ja viele Untersuchungen und das Spannende ist eigentlich, dass es ganz besonders den Kindern hilft, die nicht so stark sind, die nicht die besten Noten in der Schule haben, sondern die sich durch dieses Spiel an Bildung, an Denken, an Planfassung herantasten. Und da gibt es unzählige Beispiele dafür, gerade aus der Genzlerstraße, wie Schach Aha-Erlebnisse schafft für Kinder, die sonst solche Erlebnisse ganz wenig haben. Und wer das erlebt, und ich erlebe das wöchentlich, der weiß, es muss einfach in anderen Schulen eingeführt werden, es muss flächendeckender gemacht werden und ich weiß durch Vorgespräche, dass es viele, viele Schulen gibt, die das machen wollen. Und zwar vormittags im Unterricht und ja, das ist ein ganz großes Anliegen, für das ich streite und kämpfe. Weil Sie gerade sagen, streiten und kämpfen, wie haben Sie denn Feuer gefangen in Sachen Schach früher mal? Wie fing das an? Ich selber bin auch ein ganz klassisches Schulschachkind. Also ich habe in der fünften Klasse, damals lernte man Schach noch in der fünften Klasse am damaligen Gymnasium Unas Barmig, eine große Schachschule, Schach erlernt. Und das hat mein Leben, diese eine Werbestunde, die dort mit Schach gemacht wurde, hat mein Leben eigentlich komplett verändert. Also es hat eigentlich mein Leben bis heute geprägt. Und ich sehe, dass viele Dinge, die ich im Schach erlernt habe, auch für den Beruf total wichtig sind. Entscheidungen fällen zum Beispiel. Es nützt beim Schach nichts, wenn man nur noch 2 Minuten auf der Uhr hat, die Zeit verstreichen zu lassen. Dann hat man nämlich auf jeden Fall verloren. Das bedeutet, dass es bestimmte Situationen gibt, wo es besser ist, eine Entscheidung zu treffen, als keine zu treffen. Mhm. Und ich glaube, dass das dass das zum Beispiel eine Fähigkeit ist, die ich durch Schach erlernt habe. Und ich habe auch immer gesagt, ich finde es ja so toll, dass man verlieren lernt durch Schachspielen. Rainer Grünberg hat ja gesagt, er spielt seit 30 Jahren Schach und er hat das nicht gelernt. Also ich selber muss das für mich auch abstreiten. Aber tatsächlich ist es so, man lernt mit Niederlagen umzugehen und vor allem mit Niederlagen, die man selbst verschuldet hat. Beim Fußball ist es ja immer einfach. Da ist immer der Schiedsrichter schuld oder die Mitspieler oder der Platz oder die Fans oder irgendwas. Beim Schach ist es völlig klar, man ist selber schuld. Das tut ganz schön weh, ist aber für den eigenen Charakter, glaube ich, ganz gut. Das ist eine Schule fürs Leben wahrscheinlich. Absolut. Herr Professor von Weizsäcker, eine Frage vorweg. Sie sind Mitglied der Fernschach-Nationalmannschaft, habe ich ja gerade erzählt. Was ist das eigentlich? Bevor ich da antworte, muss ich noch auf Ihre Bemerkung kurz eingehen. Sie haben gesagt, besser eine Entscheidung treffen als keine. Das sei eine Lehre gewesen. Kann ich Ihnen Folgegeschichte erzählen, die ist mir mehr als einmal passiert. Ich nehme an, die meisten von Ihnen sind ja auch Spieler. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einer kritischen Situation. Es geht in einem Mannschaftskampf um viel. Der Gegner hat gezogen, da gibt es ja diese Schachuhren, das heißt, er hat gedrückt und meine Uhr läuft. Und Folgendes ist mir mehr als einmal passiert, und da komme ich gleich zu meiner Quintessenz. Also die Uhr läuft und ich fange an zu überlegen. Und ich versuche mich zu konzentrieren. Mein Gegner bedauerlicherweise sieht außerordentlich entspannt aus, das ist immer schlecht. Auf jeden Fall, ich fange also an, Springer C3, denke ich, das ist eine gute Idee. Mit Springer C3 kann ich über B5 nach C7 eindringen. Ich wollte sowieso über die C-Linie, das macht einen ganz guten Eindruck. Das ist die Uhr, die da erbarmungslos runterläuft. Aber ich komme nicht so richtig zu einem Ergebnis. Springer C3, ich bin nicht so ganz sicher, aber schaue ich aufs Brett und dann Läufer 4, das ist eine gute Idee. Damit gucke ich auch nach C7, kann ganz ähnliche Ideen verwirklichen. Und ich überlege noch ein paar Nebenvarianten, das sieht eigentlich ganz gut aus. Aber so richtig zum Vorteil komme ich da auch nicht. Die Uhr läuft eigentlich vermeintlich immer schneller und ich fange an mit Turm C1 zu überlegen. Und wenn ich das anfange, fällt mir 7 Teils ein. Ich hab bei Springer C3, als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, in einer zweiten Untervariante, da habe ich was übersehen. Spring zurück in diesen Unterast, stelle fest, ich habe doch nichts übersehen, spiele H3 ohne zu überlegen und hau die Uhr. Und ich muss Ihnen nicht lange erzählen, mit H3 habe ich diesen Aufrollpunkt G4 für den Gegner bereitet. Ich bin sang- und klanglos am Königsflügel eingegangen. Meine Quintessenz aus dieser Geschichte, die sich leider oft wiederholt hat, war nicht, dass es das Wichtigste ist, eine Entscheidung zu fällen, einfach der Entscheidung wegen,
sondern was ich mitgenommen habe, und das ist auch was, was ich, muss ich wirklich sagen, in meinem übrigen Leben mehr als gebrauchen konnte, ist, dass ich nie mehr zurückspringe. Wenn ich einmal irgendetwas Komplexes in der Ecke durchdacht habe, muss ich mir angewöhnen, dass ich mich voll auf mich verlasse, was ich da vermeintlich gesehen habe. Ich darf nie mehr zurückspringen. Und wenn ich das berücksichtige, und viele von Ihnen haben sicher auch Situationen, da hat man wenig Zeit, es ist komplex, Sie können die Dinge nicht wirklich ausrechnen, Sie müssen unter Unsicherheit entscheiden, dann ist diese Disziplin und auch das Vertrauen, dass ich das, was ich da gesehen habe, dass es das war, das ist eine meiner Hauptlehren durch Schach. Aber Sie sind ja vielfältig aktiv, wie man weiß, in Sachen Schach, aber auch sonst so. Sie haben, wenn ich das richtig sehe, 6 Kinder. Zweimal drei, aus der ersten und aus der zweiten Ehe jeweils 3, glaube ich. Spielen die 6 dann Schach oder einer von denen wenigstens? 2 spielen Schach, auch der eine hat einen Schachkurs in der Schule belegt, aber sonst hatten sie mit mir ab und zu mal Schach gespielt, wenn ich da war, wenn ich zu Hause war. Und wie fing das bei Ihnen mal an? Ja, bei mir war es leider etwas zu spät. Ich habe mit 24, als ich hier beim HSV Fußball gespielt habe und wegen Krankheit mal länger ausgefallen bin, auch im Bett gelegen und habe auch dann Fernsehen gesehen. Und da lief gerade der Weltmeisterschaftskampf Karpov gegen Korchnoi auf den Philippinen. Und da habe ich auch den Dr. Pfleger gehört, der das wunderbar erklärt hat und wunderbar immer vorgeführt hat und gezeigt hat, wie sich das so entwickelt. Und bei dem hat immer alles völlig logisch ausgesehen, hat alles gestimmt. Und das hat mich gepackt und ich habe mir dann anschließend einen Schachtrainer genommen. Das war damals vor dem Hamburger Schachclub der Trainer gewesen, Herr Jacobi. Der hatte auch, ich glaube, 2 Söhne. Und bei dem habe ich dann Schachunterricht genommen, bin dann zu dem immer hingefahren und er hat mir mal gezeigt, wie man mit den Figuren zieht. Und wenn er mir mal einen Zug beigebracht hatte und was anderes zu tun hatte, hat er mich dann gegen seinen Sohn spielen lassen. Und sein Sohn, der war 6 Jahre alt, ich war damals 24 Jahre alt. Und Sie ahnen natürlich schon, was kommt. Ja, das. Ja, da habe ich leider nicht so oft gewonnen. Und trotzdem hat es mich aber überzeugt und hat mir Spaß gemacht. Und seitdem, ich bin dann auch in den Hamburger Schachclub eingetreten, habe dann versucht, Schach zu lernen. Allerdings war mir das dann doch wegen meinem Hauptberuf, nämlich Fußballspielen, doch nie möglich, denn die Spieltage im Schachclub waren Dienstag und Freitag. Dienstag war bei uns Konditionstag und auch wenn ich der Trainer war, hatte ich doch andere Trainer, die viel verlangt haben an dem Tag von mir und insofern war ich dann am Abend doch etwas müde und ging ohne was zu essen immer vom Training direkt zum Schachclub und das habe ich dann also nicht so lange durchgehalten, weil Freitag an dem Spieltag konnte ich sowieso nicht, weil der Samstag mehr Bundesligaspiel war und wir dann immer im Hotel waren. Also so habe ich leider das Schachspielen dann nicht durchziehen können, aber ich bin beim Schach geblieben und spiele heute noch gern und freue mich, wenn ich auch was für Schach machen kann. Das merkt man, weil Sie ja wie gesagt Schirmherr sind und Sie wollen glaube ich gar nicht, dass ich das sage, aber ich sage trotzdem, dass Sie das ja auch ehrenamtlich machen, was ja auch aller Ehren wert ist. Also und nicht selbstverständlich ist, also das finde ich schon toll, dass Sie sich da vorstellen. Ja, ich bin auch überzeugt, dass es halt gut ist für Kinder, Schach zu spielen und ja, ich glaube halt, dass es auch viele Kinder gibt, die gerne spielerisch was lernen und insofern halte ich es für vernünftig und richtig, wenn man den Kindern in der Schule Schach anbieten würde, um sich zu entwickeln, weil Schach ist auch ein Sport und wie ja schon angesprochen, es geht Mann gegen Mann, man lernt sich halt zu konzentrieren, man lernt sich, wie auch ein Junge gesagt hat, der hat ja gesagt, er war in einer schweren Situation und hat dann doch noch gewonnen. Das sind dann Dinge, die das Selbstbewusstsein fördern, die einen Jungen dann auch weiterbringen. Und deswegen glaube ich, wäre es wirklich vernünftig, Schach in die Schule zu bringen. Inwieweit? Und die Verletzungsgefahr ist relativ gering. Okay, gut, das kann ich verstehen. Schach ist ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, persönlichkeitsbildend. Herr von Professor Weizsäcker hat ja gesagt, man lernt auch fürs Leben, dass man einen Zug nicht um oder nicht zurückspringt oder so im übertragenen Sinne. Wie kann man das Ganze aus Ihrer Sicht noch forcieren? Da sprechen wir gleich den Landesschulrat nochmal an. Ja, also da müssen wir den Landesschulrat ansprechen. Ich kann Ihnen dazu wenig sagen, wie man es forcieren kann. Aber ich kann Ihnen sagen, ich habe halt vom Schach auch für den Fußball gelernt, also für die Fußballtaktik. Ja, ich
habe zum Beispiel eben gelernt von dem Herrn Jakobi, wohl ein guter Lehrer, ja, dass eben man immer mit einem Zug was bewirken soll. Und dasselbe ist ja im Fußball auch. Wenn Sie einen Ball abspielen, dann müssen Sie nicht nur eben den Ball zurückspielen zum Mann hinter Ihnen, sondern möglichst nach vorne, möglichst Richtung gegnerisches Tor, damit der Mitspieler dann weitermachen kann, den Angriff zu starten. Und solche Dinge, die lernen Sie halt leicht beim Schach. Haben Sie das auch Ihren Spielern direkt vermittelt, also diese Schacherfahrung, oder war das Ihr kleines Geheimnis? Naja, also Sie müssen wissen, im Profisport, Profifußball haben Sie dann nicht so viel Zeit, und wenn die jungen Millionäre dann schon ein bisschen älter sind, dann haben sie auch nicht mehr so viel Interesse daran, noch mal was zu lernen. Also das hat mir immer mal im Kopf rumgespukt, also noch mal die Fußballspieler auch Schach erlernen zu lassen, weil ich wirklich überzeugt bin, dass das den Fußballspieler auch hilft, das Fußballspiel besser zu begreifen. Also Schach nicht nur in die Schulen, sondern auch in die Bundesliga-Vereine? Auch in die Bundesliga-Vereine. Okay, da haben wir schon mal, da haben wir schon mal das erste konkrete Ergebnis des heutigen Abends. Ich habe noch mal gefragt, weil, oder machen Sie das doch, stellen Sie doch in meinem Namen jetzt mal eine Frage, was muss er machen, dass mehr Dampf in die Sache kommt? Ich habe Ihnen ausdrücklich freie Rede gestattet. Ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass der große Erfolg, den die Genzlerstraße als Beispielschule hat, deutschlandweit gibt es 20 Schulen, die das ähnlich machen. Und es werden immer mehr, die davon überzeugt sind. Es hospitiert fast jede Woche eine Schule aus ganz Deutschland in der Genzlerstraße, um sich das anzugucken. Ich bin sehr sicher, dass das zusammenhängt mit einem Gesamtkonzept, ein Profil einer Schule. Also die sagt, wir sind Schachschule und das gehört ins Kollegium. Die Lehrer machen das, am Nachmittag wird das gemacht. Natürlich braucht man die Schachvereine, hier sind viele Vertreter von Schachvereinen. Man braucht die Schachvereine, um Spitzenförderung zu machen. Aber die pädagogische Ausbildung, die Lehrer mitbringen, ja, die eignet sich ganz besonders dafür, Schach in der Breite eben für jeden beizubringen. Und das am Vormittag in einem geregelten Stundenplan. Und es gibt immer mehr Schulen, die sagen in Hamburg, wir wollen das auch machen. Und wir, wie merken Sie das? Woher wissen Sie das? Wir haben eine Initiative, die wir Schachschule 2020 nennen. Wir wollen Schachschulen in Hamburg finden, die sich Schach als Profil geben. Und möglichst Stadtteilschulen, möglichst Schulen, die auch in Brennpunkten liegen, also Schulen, die sich einfach sowas trauen. Ich weiß, es gibt eine ganze Reihe von Schulen, die AGs machen oder im Ganztag arbeiten, aber eine Schule, die sagt, wir wollen Schach machen. Und dann, glaube ich, gibt es tolle Vereine in Hamburg, die sagen, wir sind dabei, wir unterstützen das. Aber die Schule muss das auch selber sagen. Ich habe Lehrerfortbildung gemacht mit Lehrern, genau wie bei Barclay, mit Kollegen, die erstmal gar nicht keinen Schach spielen können oder sehr wenig Schach spielen können. Und die dann mit ihren, und ich glaube, dass da die Stärke des Projekts drin ist, dass Lehrer mit ihren Schülern zusammen entdecken, was das Schachspiel ausmacht. Es gibt in der Grundschule, bei weiterführenden Schulen ist das ein bisschen anders, im EDV-Unterricht beispielsweise, aber in Grundschulen gibt es kein Fach, wo Schüler besser sind als ihre Lehrer. Und im Schach haben sie die Möglichkeit, mit ihren Lehrern zu wachsen, ihre Lehrer zu besiegen, und die Stellung des Lehrers und die Rolle des Lehrers ist einfach so pädagogisch wertvoll, glaube ich, dass das ein Kern dieses Projektes ist, dass Lehrer zu Turnieren fahren. Ich habe vor Augen, dass Frau Küsepelz, die Schulleiterin der Genzlerstraße, sitzt hier. Die hat die deutsche Lehrermeisterschaft mal mitgespielt. Ihr erstes Turnier hat 0 Punkte aus 7 Partien gemacht. Und ich weiß, dass die Kinder zu ihr hingegangen sind und gesagt haben, Frau Küsepelz, seien Sie doch nicht traurig, jeder fängt mal an. Und da steckt es eben drin, also dass die Vereine in einer Schule einen Boden vorfinden, der Schach begeistert ist, ein Schulleiter, der das will, Lehrer, die sich dafür interessieren, müssen nicht alle Lehrer sein, aber Lehrer, die sich dafür ausbilden, die es im Unterricht machen, natürlich auch im Ganztag, am Nachmittag, aber dann, glaube ich, ist der pädagogische Nutzen ganz groß da. Dann können Sie doch aber nicht ganz zufrieden sein mit dem, was der Landesschulrat erzählt hat. Also es sind zwei, drei, natürlich, also wenn wir hier Wünsch dir was haben, dann wäre das so, dass ich sage, natürlich, es wäre schön, wenn die Schulbehörde sagt, Schach am Vormittag geht und wir wollen das, dass Schulen das ausprobieren. Es gibt eine Schule, die das vorbildhaft macht, warum sollen es nicht alle Schulen machen? Probiert es am Vormittag. Ich wünsche mir Schulen, die sagen, wir machen das, und ich wünsche mir von der Schulbehörde, dass gesagt wird, ja, wir verstehen das als ein wichtiges Fach und wir geben einen Auftrag, ein Curriculum zu schreiben, und wir richten Fortbildungen dafür ein, und wir sehen, dass da ein hoher pädagogischer Wert drin steckt, und wir unterstützen das. In Niedersachsen, der Kultusminister hat gesagt,
Althusmann, der jetzt leider nicht mehr Kultusminister, was heißt leider, also er ist jedenfalls nicht mehr Kultusminister, der hat gesagt, wir wollen mit 30 Schulen starten, wir wollen 30 Pilotschulen haben. Geht in Hamburg auch. Ich glaube, dass wir 10, 20 Schulen finden würden, die sagen, bis 2020 wollen wir so gut sein, dass wir dieses Gütesiegel Deutsche Schachschule der deutschen Schachjugend erreichen können. Und wenn wir 10 Schulen haben, sind wir da und können mit denen was anstellen. Und da brauchen wir eben alle Beteiligten. Wir brauchen die Vereine, wir brauchen eben die Schulen, wir brauchen die Schulbehörde. Und ja, und dann könnten wir, und wir brauchen die Wirtschaft, denn auch Schach kostet auch was. Und dann könnten wir hier in Hamburg wirklich nicht nur das größte Schulschachturnier der Welt haben, sondern das noch viel größere Schulschachturnier der Welt. Herr Husemann, was kann eigentlich eine, hier sind ja wahrscheinlich auch ein paar Lehrer dabei, ein paar Schüler auf jeden Fall, was kann eigentlich eine Schule machen, wenn sie in Sachen Schach aktiver werden will? Was für Möglichkeiten gibt es da? Also sie müsste so wie ich drei Sachen zumindest glauben, unabhängig von jeder Wissenschaft, da bin ich viel zu pragmatisch. Ich glaube auch pädagogisch-wissenschaftlichen Untersuchungen eigentlich nur noch ganz begrenzt, außer man hat sie selber gemacht. Aber ich würde im Kern sagen, Schach fokussiert die Kinder. Das ist erstmal entscheidend. Das ist die Konzentrationsfähigkeit, das Ausrichten auf eine Ebene. Schach ist strategisch. Man denkt nicht einen Zug, sondern 3, 4, 5, 6, 7, je nachdem, wie weit man kommt. Und das Letzte, was mich natürlich als ehemaligen Lehrer am meisten erfreut, Schach sorgt für Ruhe. Das ist für Schüler in allen Altersgruppen nichts Normales, das muss man mal sehen, weil die sind immer gerade andersrum geneigt. Und das ist ja das Erlebnis, was man als Schockelement bei rechtes, linkes Alsterufer erleben kann, wo es einen kriselt, wenn man denkt, wieso sind die jetzt gerade still? Und dann ist es eingetreten, dann fangen die an zu spielen. Diese drei Ebenen, finde ich, sind absolut unstrittig und sind unglaublich positiv. Da soll normaler Unterricht erstmal rankommen, so will ich es mal sagen. So, dann kommt die zweite Sache, was kann eine Schule machen? Und da würde ich mal unterscheiden zwischen der Lösung in der Fläche aller Schulen und der Lösung von missionarischen Schulen. Das sind die, die Leng Venus meint. Da setzt sich doch eine Schule hin und sagt, es gibt eine Schulbehörde, ja gut, lass sie doch. Da haben wir Hamburger Freiheitsrechte, sage ich mal, in der Entwicklung. Dann stimmt eine Schulleitung ab und sagt, wir wollen was für unsere Kinder in einer ganz bestimmten Weise tun und landet beim Schach, als dem Ausdruck dessen, was sie sich gedacht hat, mit den Hoffnungen, die ich eben beschrieben habe. Lässt eine Lehrerkonferenz abstimmen, eine Schulkonferenz und setzt uns als Behörde unter Druck. Das ist das normale Hamburger Vorgehen für wirkliche Innovation, die von unten kommt. Und dann ist eine Behörde geneigt zu sagen, mein Gott, die wissen wirklich, was sie tun. Ja, das ist so bei uns. Wir gehen mit. In der Pädagogik ist das Schöne, das muss man sich immer vorstellen, es gibt keinen Königsweg. Sonst hätten wir ihn ja längst beschritten. Wir versuchen alle 3, 4 Jahre eine neue Variante, um den Weg zu finden. Und wir merken ständig, es sind kleine Sackgassen neben einem Hauptpfad. Wir hoffen, dass wir den Hauptpfad überhaupt getroffen haben. Meine Sorge ist dann in der Umsetzung, die will ich auch betonen, ich mag gerne Flächenlösung, ich mag ungern Leuchttürme, das unterscheidet uns. Das ist ganz egal, worauf es sich bezieht. Ich mag gerne, dass alle Schüler in einer Stadt die gleiche Chance haben, zu ihren Bildungsrechten zu kommen. Damit will ich überhaupt keinen Leuchtturm verhindern. Ich will nur immer im Kopf behalten, wird das auch eine Flächenlösung? Weil dafür bin ich zuständig. Haben Sie mit dem Bildungssenator mal über das Thema Schach gesprochen? Aber ja. Und was sagt er? Der mag Schach genauso wie ich. Der ist sehr dafür. Der hat eine Sorge davor, dass wir die Schüler überfrachten mit zu vielen Stunden. Bitte Stunden, nur in der Quantität. Ich will den Weg, den Leng Venus da andeutet, nochmal ganz deutlich schreiben. Wir haben in Hamburg für jede Schulform, also egal ob Grundschule oder weiterführende Schulen, Kontingentstundentafel. Wenn man den Begriff mal verändert, können wir sagen, es sind Mindeststundentafeln. Dann gibt es darüber einen kleinen Freibereich von Stunden. Den können Schulen nach ihrem Profil verbrauchen. Und jetzt kommt der eigentliche Gegensatz. Jetzt bin ich der Meinung, jede Schule in Hamburg braucht einen sehr starken Kernfachunterricht, Deutsch, Mathe, Englisch als Beispiel, können auch Naturwissenschaften sein. Aber die Schulen haben es in der Hand, ihr Profil zu bestimmen. Und da mischen wir uns nicht ein. Da sagen wir, das ist selbstverantwortete Schule. Wenn das Profil jetzt lautet, und ich nehme mal Genzlerstraße als Beispiel, Schach fördert die Intelligenz meiner Schüler, steigert das Sozialverhalten meiner Schüler und bringt von daher Anteile raus, die ich über den anderen Unterricht gar nicht erreichen konnte, dann gehen wir diesen Weg natürlich mit. Und dann sind die Stunden aus dem freien Anteil genommen und das Profil der Schule hat sich gebildet. Insofern würde ich heute sagen, ja, ich habe eine kleine Einschränkung da drin. Ich würde die Genzlerstraße gerne mal untersuchen. Wie ist das wissenschaftliche Ergebnis für eine Schule, die seit 6 Jahren diesen Versuch macht? Das müsste man einmal sauber untersuchen, damit wir mal einen Untersuchungsgegenstand wenigstens an einem Einzelbeispiel dieser Stadt haben. Und lass uns doch mal Nägel mit Köpfen machen. Wer kann das untersuchen? Mal die Genzlerstraße und wir zusammen. Ich mache jetzt mal das Angebot. Ja, dann nehmen Sie es an. Ja, das glaube ich schon, aber ich bin noch nicht fertig.
weil Herr Rosenbohm so wunderbar mit Ja angefangen war und dann hat er über die Evaluation gesprochen. Ja, das kriege ich ja immerhin, solche kleinen... Ja, habe ich aber gemerkt. Nein, aber da muss ich als Journalist jetzt nochmal Butter bei die Fische ganz kurz haben. Das heißt, Sie beiden schließen sich kurz und initiieren eine solche Untersuchung. Haben wir eben verabredet, ja. Fein. Sie haben das Stichwort eben Wirtschaft gesagt. Können Sie noch mal ganz kurz erklären, wie das aussieht? Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Ihre Mitarbeiter, ich weiß nicht, wie viele sind, 40, glaube ich, Ihrer Leute sind engagiert in Sachen Schach, was diese beiden ehrenamtlichen Tage betrifft. Was machen die? Wie bringen die das Ding nach vorne? Und was kann man vielleicht machen, ist eine schwere Frage, gebe ich zu, andere Firmen dazu zu kriegen, sowas auch zu machen? Also erstmal, wir haben bei dem Engagement der Mitarbeiter 44% aller Mitarbeiter, die sich in irgendeinem Projekt engagieren. Okay. Ja, das ist erstmal eine ziemlich erstaunliche Zahl für mich, die auch diese zwei Tage nutzen, um dann dementsprechend Projekte mit durchzuführen. Schach ist neu hinzugekommen, hat für uns auch noch einen anderen Effekt. Uns ist es wichtig, dass wir als Wirtschaft nicht nur Geld geben und Geld bereitstellen. Das gehört sicherlich dazu. Wir brauchen Ausstattung bei den Schulen. Wir müssen das Turnier Rechtes gegen Linkes Alzerufer weiter unterstützen. Da sind finanzielle Mittel sicherlich sehr wichtig. Uns geht es aber darum, auch dass wir eine Verbindung schaffen zwischen dem Unternehmen, den Mitarbeitern und der sozialen Umgebung. Wir wollen ganz bewusst auch dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiter tatsächlich in die Umgebung mitgehen und diese Erfahrungen machen. Und ich kann nur diese Begeisterung, die eben schon mal durchkam, die gilt ja auch in unsere Richtung. Sie müssen sich mal vorstellen, wenn da die Mitarbeiter abends noch nach dem harten Arbeitstag in einem großen Konferenzraum sitzen und dann spielerisch mit dem Herrn Lengvenus Schach lernen. Und wenn ich sage spielerisch, dann ist das nicht dieses verstaubte Image, dass da jetzt man konzentriert auf dem Schachbrett dann letzten Endes sich gegenüber sitzt. Das sind ja ganz nette Spiele, die er mit uns gemacht hat. Und die Begeisterung, die Mitarbeiter damit bringen, die ist gar nicht zu unterschätzen. Und dann müssen sie, das ist die andere Komponente, dann wollen wir diese Mitarbeiter auch befähigen, dass die dann tatsächlich auch in die Schulen gehen können, dass sie auch in der Lage sind, das zu vermitteln. Und das sind teilweise Leute, die noch nie Schach gespielt haben, die aber hier auch selbst für sich was lernen und die auch ihren Horizont erweitern. Das heißt also, der Effekt auf die Unternehmenskultur ist immens, die Begeisterung ist immens und da kann ich nur hinweisen auf die eigenen Mitarbeiterbefragungen, die wir regelmäßig durchführen. Da kommt ganz klar daraus hervor, dass ein Teil der Unternehmenskultur, wo die Mitarbeiter besonders stolz sind, ist das soziale Engagement und ist einfach die Erfahrung, die sie selber auch in dem Umgang mit derartigen Projekten machen. Und der letzte große Vorteil beim Schach ist einfach, es ist spielerisch. Es ist unheimlich spielerisch und wenn man das einmal erfährt, ich mache es mittlerweile mit meinen Kindern, das, was ich gelernt habe, insbesondere mit meinem älteren Sohn, und der ist in Mathematik sehr, sehr schwach, was das Konzentrieren angeht. Aber in der Schachpartie schafft er das, eine Stunde durchzuhalten, ohne dass er irgendeinen Flachs macht. Aber es hilft ihm ja vielleicht dann auch für Mathe nächstes Mal, oder? Da ist er jetzt mittlerweile schon besser geworden. Okay. Ohne, dass ich das wissenschaftlich belegt habe. Na gut, okay. Das ist ein Bauchgefühl, würde ich mal sagen. Meine Frage zielt jetzt auf Norbert Rosenbohm. Seine glänzende Idee, eine Studie zu machen mit der Gänzlerstraße, Björn hat sie angenommen, Björn Lengvenus, akzeptiere ich voll. Ich fürchte jedoch, und ich hoffe, es ist nicht so gemeint, dass man jetzt eine Studie macht und dann nach 6 Jahren feststellt, es ist ein tolles Modell, nun machen wir weiter. Diese Art zu reden über Projekte im Schach kenne ich aus vielen Zusammenhängen. Ich finde sie gefährlich. Wir wissen, dass wir hier eine gute Sache vertreten. Das haben wir von vielen Leuten gehört, ob sie wissenschaftlich haltbar ist oder nicht. Wir erleben es täglich, das hat Björn deutlich beschrieben. Und wir wissen, dass wir einen guten Weg einschlagen. Und insofern hoffe ich, dass ihr beide euch so weit einig seid, dass es losgehen kann mit den Schachschulen und mit den Vereinen, die sie stützen können. Und dass der Verband und die Vereine sich stark genug machen, das, was da an Anforderungen auf sie hinaus, auf sie zukommt, auch wirklich zu leisten. Und ich möchte noch eine kleine Anmerkung machen zum Nachmittagsprogramm, also zum Ganztagsprogramm, GBS, ganztägige Bildung an Schulen. Das machen wir auch an vielen Schulen. Der Hamburger Schachclub arbeitet mit 6 Schulen nach dem Vereinsmodell zusammen. Es ist eine Knochenarbeit. Es ist eine Knochenarbeit. Die darf Ergänzung sein zu etwas, was am Vormittag läuft. Und wenn dann auch noch Leistungsmöglichkeiten entstehen sollen für Schüler, die über das normale vormittagliche Schulprogramm hinausgehen, über die Persönlichkeitsentwicklung hin zu starken Schachspielern werden sollen, einige Leute, dann bedarf es des Nachmittagsprogramms. Aber das muss dann zusätzlich draufgesetzt werden können. Die Basis muss am Vormittag gelegt werden können. Ich war immer gegen diesen verordneten Schachunterricht. Da sind wir uns einig, Norbert. Aber
ich bin inzwischen davon überzeugt, an vielen Stellen, dass er notwendig ist und dass er eine große Chance ist. Und wenn man einen Mann wie Lengvenus hat, einen Mann wie ein Kraftwerk und einen Sponsor, der mit dem rechten Alsterufer gegen linkes Alsterufer Erhebliches leistet und dieses Turnier wieder dahin bringt, dass es genauso wie diese Veranstaltung heute Abend einen Beitrag zur Entwicklung dieser Schachschulen leisten kann, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und ich würde auch nicht den Weg, das ist noch eine Anmerkung zu Felix Magath, nicht ganz ausschließen, dass auch Schachprogramme dabei eine Rolle spielen können. Das Entscheidende ist die persönliche Begegnung. Aber was Lengvenus und Chessbase mit ihrem Programm Fritz und Fertig geleistet haben, das ist erheblich. Und das sehen wir ja, wenn wir Kindern begegnen in den Schulen, wie viel dort aufgesorgt wird. Es muss weitergehen über das schnelle Computerspielen hinaus zu solchen schwierigen Entscheidungen, in denen man dann auch im Konflikt entscheiden muss, anstatt einfach nur zu ziehen. Entschuldigung, nun habe ich doch zu viel geredet. Ich finde das, gebe das gerne wieder. Nein, ich finde das toll. Ja. Also. Ich finde das toll, wenn jemand Herzblut hat. Und Sie haben wirklich Herzblut, das hat man gemerkt. So etwas schon ein halbes Plädoyer, aber ich finde es klasse. Ich weiß nicht genau, was Sie jetzt darauf antworten sollen. Aber und das ist ganz einfach, okay. Weil ich muss dem Christian Zickelband unbedingt sagen, der ist ja nicht nur ein erstklassiger Schachspieler, sondern ist auch der Mann, der mich zum Lehrer gemacht hat. Deswegen komme ich jetzt ja wahnsinnig unter Druck, wenn der mir was vorschlägt. Da muss man mal den Hintergrund erklären. Ich halte hier eine Behördenlinie und persönlich bin ich jetzt an der Wand. Aber ich will sie erklären. Nein, ich stimme all dem zu, was du gesagt hast. Ich glaube auch, wir müssen Stufen gehen und ich will nur an einer Stelle zusagen, ich habe keine wissenschaftliche sechsjährige Untersuchung gemeint. Das habe ich vorhin so weggeräumt, weil ich nicht so wissenschaftsgläubig bin. Ich dachte mir an eine kurze, klare Untersuchung der Leistungsergebnisse Genzlerstraße, der Organisation des Schachs da und daraus die Bedingungen gewinnen, was kann man denn machen? Und sowas kostet vielleicht 6 Monate. So. Okay, das ist ja schon ein Zehntel davon, nicht? Herr Magath, bevor die Verlängerung folgte, haben Sie noch eine kleine Botschaft, die Sie uns mitgeben wollen? Gut, ich wollte vielleicht nur noch mal auch darauf eingehen, was Herr Zickelbein gesagt hat. Selbstverständlich haben meine Kinder auch Fritz und Fertig. Also es ist nicht so, dass ich gegen solche Instrumente bin. Ich glaube eben nur, dass es wichtig ist für die Kinder und Jugendlichen, eben in der Schule auch Mann gegen Mann spielen zu können. Ne? Und dass sich dann eben mehr am meisten davon profitiert, um sich im Schach zu entwickeln, ist klar, sind die Programme von Chessbase einzigartig. Prima, danke schön. Hey gut, Yes to Chess ist eine hervorragende Aktion von der Barclays Card, um eben Schach auch an die Kinder zu bringen, um Schach in die Schulen zu bringen. Denn ich bin überzeugt davon, dass durch Schachspielen in den Schulen die Kinder sich besser entwickeln können, ja, sich besser konzentrieren lernen, sich über das Spiel Schach spielerisch halt lernen, sich durchzusetzen, ja, gewinnen, verlieren zu lernen. Das sind, denke ich, unschätzbare Werte, die über Schach vermittelt werden können. Genau. Wie groß ist Ihre Sorge?